helfen, mich zu setzen. Weil ich gerade Bewegung. Du musst halt deinen Arsch relativ weit. Also, es funktioniert halt nicht. Haben, weißt du, damit du. Es funktioniert halt nicht, wenn du dich einfach hinstellst und sowas. Doch, die, du mach mal. Wie gesagt, ich kann mich kaum bewegen. Lehn dich mit dem Oberkörper zu mir, Tino. So, du musst halt. Du musst weiter runter. Und du musst dann dich an meinen Rücken anlehnen. Jetzt musst du dich nach hinten lehnen. Theoretisch. Vertragt's? So. Und jetzt kannst du die Beine hochnehmen. Ja, und die Beine müsste halt eigentlich warte. In so einem L sein. Yeah, warte, ich zieh dir das jetzt unter den Arsch. Wie ist das vom Feeling her? Noch ist es okay. So. Warte. Nee. Robin, du musst aber. Robin, lehn dich mal nach vorne. Noch mehr? Ja, und Tino muss die Beine hochnehmen. So. Also die Knie zum Bauch ziehen. Ja. So. Ich glaube, wir haben ein Baby verloren. So, jetzt. Ja. Jetzt. Wie ist das vom Bieler? Es ist sehr wackelig. Na, warte, jetzt lass doch mal los, Franz. Ich hab doch gerade schon mal losgelassen. Naja, jetzt lass mich mal zwei Schritte laufen. Ja, das geht wohl. Also ich werde auf jeden Fall, also das Ding ist, die Beine sind jetzt halt sehr offen. Das muss ich nochmal einstellen. Robert, Tino, ist das für dich halbwegs angenehm? Wie fühlt sich für dich das an? Es ist okay, wir sollten das nicht lange durchhalten. Guck mal die Kamera rein, wie glücklich du aussiehst. Das Baby. Meinst du, dass das nicht lange geht? Also tut das irgendwo weh? Nee, ich hab Angst, dass du irgendwie, dass das zu schwer wird. Nee, ach, das geht schon. Und guck mal, im Zweifel, wenn ich es nicht mehr schaffe, wenn ich jetzt so mache und du die Beine ausstellst, kannst du das. Ja, das geht, okay. Ja, also wir machen nochmal runter. Kannst du alleine absteigen jetzt? Ja, easy. Ja, das muss halt hier richtig fest sein, genau. Ja, aber ich möchte dann gerne die Aufnahmen sehen, wie wir Tino da reinheben. Weil das ist also halt maximal behindert. Ja, du musstest dich auch nur nach vorne lehnen. Also, machen wir noch was? Nee.